Der Verein Mobil im Alter, kurz MIA, bietet seit 2010 einen freiwilligen Fahrdienst für Menschen ab 60 und für Menschen mit einer Mobilitätseinschränkung an. Mit MIA wird die Nachfrage nach einem niederschwelligen Mobilitätsangebot für ältere Menschen und das Engagement von sozial engagierten Personen zwischen 40 und 70 Jahren vereint. Aktuell leistet der Fahrdienst in den Gemeinden Unter- und Oberentfelden sowie in Suhr, Muhen und Hirschtal monatlich zwischen 300 und 360 Fahrten. Ja, MIA verstehen wir natürlich als eine organisierte Nachbarschaftshilfe im Bereich der Mobilität. Und da ist ein ganz wichtiges Prinzip vom Ort für den Ort, denn unsere Fahrer kommen aus dem gleichen Ort wie unsere Fahrgäste. Und genau dieser Beziehungsaufbau ist ein ganz zentraler Bestandteil von MIA. Die Lebensqualität steigt natürlich, weil sie wieder aus dem Haus kommen. Sie müssen wieder heimsitzen oder sie haben auch mal eine Gelegenheit, einen Besuch zu machen, was sehr wichtig ist. Bei uns geht es darum, Leute zu begleiten, daheim abholen und nachher sicher als Ziel bringen. Mein Mann musste letztes Jahr abgeben, das Auto, und seitdem haben wir einfach keine Möglichkeiten gehabt. Der Fahrgast bringt das einfach Selbstständigkeit, wo sie noch anmelden können, wo sie noch posten können. Sie können noch zum Arzt gebracht werden und wieder, vor allem wieder geholt werden. Wenn man geht posten, dann sie einem das ins Haus tragen, wenn man will. Und auch einpacken. Und das ist toll. Also, ich habe noch nie gehört, dass das gerade wieder jemand macht. Und das schafft natürlich Sicherheit und Vertrauen. Und das, genau das ist es, das, was wir geben wollen. Dass sie sich einbettet fühlen, sich ein Teil der Gesellschaft fühlen, auch wenn man Einschränkungen hat. Wir sind total zufrieden. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ohne MIA. Heute besteht ja MIA aus drei Sektionen, die in 5 Gemeinden schon aktiv ist. Und wir wollen natürlich auch ausstrahlen, auch auf die anderen Gemeinden, ein eigenes MIA zu entwickeln. Denn ich bin ganz sicher, es ist in allen Gemeinden wäre die Nachfrage da für so ein niederschwelliges Angebot.